Knüppelt so spät durch Nacht und Wind, es ist Visarius in Grim Dawn ganz geschwind. Willkommen zum Grimmittwoch, wir wollen jetzt mal wegklatschen, die Viecher. Und Spaß haben dabei. Bis nach dem Intro. Ja, da verließen ihn die Worte und er fand keinen Reim mehr. Lootpilter hatte ich letztes Mal gesagt, das machen wir jetzt auch. Also Common Sachen brauche ich nicht, Magic brauche ich eigentlich auch nicht. Das brauche ich mir gar nicht anzeigen lassen. Die Frage ist halt, Zweihand Melee brauche ich auch nicht, Range brauche ich auch nicht, Dagger Scepter, ja, Caster Offhand, Shields brauche ich auch nicht. Armor ist klar, das und Components, die wollen wir natürlich auch einsammeln. Physical, Fire, Cold, die Frage, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das nehmen wir so, My Masteries. Oh ja, das ist genau. My Masteries show items that increase the ranks of your skills in your selected Masteries. Ja, also ich habe das. Die Masteries sind, dass ich Arcanist bin und ich hätte Arcanist Schamane, Arcanist Soldier und so ein Zeug. So, also Run Speed, reduce the cooldown, das ist egal. Critical Damage, jo. Retaliation, das finde ich auch nett. That's epic monster infrequent. Na, ja, das lassen wir. So. Ich glaube, das ist ganz gut. Das nehmen wir. Genau, achso, die packe ich mal hier rüber. Das habe ich auf dem Soldier auch schon gemacht. Weil ich das persönlich eigentlich ganz angenehm finde, wenn das nicht hier in dieser Hauptkiste mit drin ist. Da hat man diesen ganzen Schnudelschrott hier. Tatsächlich in seiner einen Kiste drin. Die kann man auch nachher rumschalten. Man kriegt noch eine zweite Tasche. Und dann wollen wir gleich mal Level 13 machen hier. So, sortieren wir das mal. So sieht das gut aus. 21.000 Metal haben wir in der Tasche. So, weiter geht's. Zack. Wir waren ja da stehen geblieben. Und deswegen porten wir uns da jetzt mal hin zurück. Denn die Foggy Bank. Mal gucken hier. Ne, hier war ich schon, ne? Gut. Hab mal gesehen, dass da oben irgendwas war. Oh, schon. Crap. Hübsch, Crap. Hier eigentlich runtergehen. Das nehmen wir noch mit. Ein paar Gegner werden wohl hier unten rumkreuchen und fleuchen, denke ich mal. Oh, da ist sogar ein. Ja, da ist sogar eine Elite bei. Rift Spawn. Gab aber nur so ein paar Bits. Die geben übrigens auch, das finde ich ganz nett, dass sie extra Erfahrungspunkte bringen, wenn man die wegkloppt. Oder das halt angezeigt wird, ne? Hier. Swift Beast Skin. Beast, totes Beast Skin. Das, ja, genau. Und wenn ich jetzt die Alt-Taste drücke, ihr seht, also diesen ganzen Loot, der da jetzt gerade gedroppt ist, den brauche ich gar nicht. Also das wird mir jetzt nichts bringen. Das ist schon ganz angenehm, dass man das wirklich ausblenden kann. Ja, man könnte jetzt sagen, okay, man kann es mitnehmen, man kann es verkaufen, man kriegt Scrap bzw. Iron dafür. Da hat man, ich hatte bisher auch mit dem Soldier gar keine Probleme, was das angeht. Ja, die eine oder andere Erweiterung von irgendwas später, das kostet auch ein bisschen mehr Kohle, aber das ist eigentlich auch alles egal. Das kriegt man auch alles irgendwie hin. Oh. Den Kisten mal wegmachen. So sieht man halt wirklich den Fokus für das, was wichtig ist. Weil man hier halt auch tatsächlich wirklich ein bisschen Beute bekommt. Ne, bevor ich jetzt hier weitergehe, holen wir die Ecke da hinten noch. Denken wir das mal lieber einmal auf. Und da hätte ich, glaube ich, auch noch lang gehen können, ne? Ja, shit. Hätte ekelhafte Sumseviecher, Mücken, ne? Ich hasse sie wie Pest, Alter. Iron Bits. Die Irons. Ja, okay, viel war jetzt hier nicht mehr. Oh, dann gehen wir doch da hoch. Schnüppeln uns hier mal so durch. Aber mal weggeknüppelt. Ach. Genau, hier zack, die Brücke repariert. Jetzt können wir hier auch rübergehen. Macht das alles ein bisschen einfacher. Man kann aber auch. Richtig, sich da durchprügeln. Machen wir. Ich will metzeln. Ich will ein Level haben hier. Und es gibt hier, guck mal, sonst hätten wir auch den Wegpunkt hier verpasst. Wenn wir die Flooded Passage jetzt nicht mitgemacht hätten. Passe fürs Ausweichen gibt es natürlich auch.
Aber gut. Kann einem auch den Arsch retten später. Level up. Sehr nice. Nehmen wir 3 Punkte mal hier rein. Die macht schon nicht mehr Damage hier. Oh, was hier oben? Genau, hier sind wir Spinnen unterwegs. Ah, sind sie. Das mag ich gar nicht. Oh, das habe ich bei Herr der Ringe gehasst. Ne? Da läuft mir immer eiskalten Rücken runter, ey. Wenn die Viecher sich von oben abseilen, ne? Oder auch im Dunkeln, ne? Wenn die einfach so an euch vorbeihuschen. Das Viecher, ey. Alles, was mehr als 4 Beine hat, kann nicht richtig sein. Und ist einfach nur abgrundtief böse von der Natur. Ja. Macht niemals den Fehler und guckt euch eine Spinne unter dem Mikroskop an. Ich habe euch gewarnt. So. Die Oberfläche einer Spinne unter dem Mikroskop. Muss schon sadistisch veranlagt sein für. So. Warum haben sie ihr posttraumatisches Belastungssyndrom gekriegt, ja, weil ich eine Spinne unter dem Mikroskop angeguckt habe? Nie wieder ruhig schlafen, Alter. So. Das ist cool, es läuft. Lässt sich schön wegtöten alles hier. Das ist geil, wenn die dann auch schön direkt dicht aneinander stehen, das Ding sich aufsplittet. Mega geil. Läuft, Alter. Jawoll, ja. Guckt euch das an hier. Wie die platzen, ne? Wie die fliegen hier. Gewinne, gewinne, gewinne. Wer will nochmal? Ups. Aber hier hoch. Zip, zap, zup. Gerade man spielt ja auch solche Spiele, um sich einfach irgendwie auch stark zu fühlen, oder? Das erste Mal, dass ich da jetzt was gefunden habe, die sind aber ein bisschen schlechter. Attack Speed, Spirit, wobei Attack Speed, ne? Hier Disruption Protection. Ja, ich hangel mich mal am Damage per Second entlang. Gerade war nicht besser. Oh, passt. Ist alles in Ordnung. Gut Ration. Das ist schön, die sterben hier richtig schön fix. So, haben wir ein größeres Areal hier. Klatsch. So eine Kiste. Leading. Ich weiß gar nicht, ob hier auch noch irgend so ein Elite-Gegner durch die Gegend gelaufen ist. Ah, ein Schrein ist hier auf jeden Fall. Das ist schon gut. Ah. Holen wir auch mal ein paar Gegner hier raus. Nicht weiter schlimm. Aber der füllt auch nicht so viel auf, ne, der Trank. Also. Okay, check. Hier so einen Punkt gekriegt. Nice. Ocean Point. Fangen wir gleich hier rein. Fein, 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 fein. Oh, Ancient Shambler. Guckt euch mal an, wie schnell der stirbt, Alter. Der hat 12.000 Leben. Oh, sehr nice. Ah, Requires Level 20. Und Physik aber macht. Nee, der ist nicht so gut. Schade. Okay, da käme ich da oben irgendwo raus. Wir haben ja aber noch ein bisschen was wegzumachen. Ne? Mikro vorbei hier. Oh. Hier ist auch noch ein bisschen was. Nee, das gefällt. Okay, hier war nichts weiter. Da unten geht's runter. Die Range finde ich gut. Die Range finde ich gut. Der Krieger hat so einen Slam, wo man auf den Boden haut. Der ist nicht so weit. Je höher der Skill ist nachher, desto weiter wird er auch. Und auch über die Punkte, die man verteilen kann, hinaus. Also das heißt, wenn man darüber auch noch Punkte kriegt, dann wird das auch noch wieder stärker. Aber nach demselben Schema, wie das wird, wenn man da Punkte reinpackt halt. Fast fertig hier, ne? Und das finde ich eigentlich ganz geil, dass man diese Skills auch wirklich richtig gut steigern kann. Auch über das Limit hinaus. Und nicht nur so 1, 2 Punkte, sondern es geht halt auch mit mehreren Punkten. Oh, was haben wir hier? Oh, Detonation Site.
Dynamit. Dynamite. Das finde ich aber später erst. Es ist ein bisschen Backtracking mit dabei. Iron Bits. Guten alten Iron Bits. Ja, und das war's hier, ne? Können wir jetzt eigentlich einmal wieder. Ja, da oben raus. Also, ich will auch da oben rausgehen. Kommen wir hier dann vorbei oder ist es blockiert? Ne, hier kommen wir vorbei, ne? Ja. Easy. Man kommt gut voran in dem Spiel. Also, man hat auch nicht das Gefühl, dass man nicht vorankäme, ne? Also, dadurch, dass man auch am Anfang relativ fix und zügig levelt, kommt man da gut rein. Und dann ist man gehuckt. Und wenn man dann gehuckt ist, macht es auch echt Spaß. Also. Fuck. Ich würde auch mal behaupten, man spielt es durch. Man hat es dann durchgespielt. Und ist dann. Oh ja, das ist gut. Wenn man es dann durchgespielt hat. Muss ich einfach mal einen weniger machen. Ich glaube, es ist besser. Wenn man es dann durchgespielt hat, macht man halt einen höheren Schwierigkeitsgrad an. Engram. Jo, den finden wir. Den sollten wir wohl finden hier. Ich kenne das ja irgendwie so. Oh ja, Viecher, geil. So Mutanten-Eichhörnchen oder sowas. War nicht. Und da hinten, ja. Da ist auch noch was. Achso, nee, ach, das war der Höhleneingang, ja. Sind wir hier auf der anderen Seite rausgekommen, aber wir hatten ja genug Material, um die Höhle, um die Brücke da zu bauen. Da ist jetzt auch nochmal Spinnen hier wieder. Steckt hier überall Goblins und Spinnen, die gehören auch irgendwie immer zusammen. Reach Level 14, das ist gut. Scheiß Viecher, ey. Einfach mal in die Gruppe reingecastet. Blobs. Ich muss hier die Punkte noch verteilen hier, ne? Fehlt ja noch ein bisschen. Dein Stärker, oh, die war aber flink unterwegs, ne? Die sind auch so schnell, die Kackviecher, ey. Ah, da ist auch wieder einer hinter mir hier. Assad. Join us. Ja, genau, den Hammer hier. Mal hart überlegen. Verleckt Maleomenie auf mich zu beißen. Du auch, ey. Du brauchst doch gar nicht deine Mutti holen, oder was? Deliver den Hammer zum Refugee Camp, zum Flüchtlingscamp. Bringen wir den Hammer dahin. Ich weiß gar nicht, ob wir hier irgendwo auch eine Spinnenhöhle noch haben. Ich würde in so einen Kackwald nicht reingehen, Alter. Ich wüsste, dass sowas da drinnen lebt. Stellt euch das bloß nicht vor, hey. Spinnen so groß wie so ein Auto. Gedi, gedi, get. Das ist doch nicht richtig. Mutantenviecher. Ja, alles Mutantenviecher. Alle wegmachen. Gap. Das ist Crap. Ich finde es nett, dass man sieht, wie viel EPs man sammelt. Bis der Balken sich dann da. Das muss auch irgendeine Bedeutung haben. Plopp, jetzt ist es aufgefüllt. Dass das erst so gelb wird, aber das habe ich noch nicht rausgefunden. Was das genau ist. Ob das irgend noch eine Bewandtnis hat oder nicht. So, komm, jetzt verteilen wir mal ein paar Punkte hier. Ein Level noch, dann haben wir auch da die 12 Punkte voll. Mudrow. Natürlich gut, wenn das dann auch die Gegner durchschlägt. So. Das ist nice. Schöne Killgeschwindigkeit auch.
Oh, da ist wieder eine Höhle. Guck mal, Schmugglerbar sind. Mag das Presence far more powerful than you dwells in this place. Oh ja, da unten. Aino. Hannes. Hannes, der bösartige Mörder. Oh. Godworm. Oh ja, Level 21. Kriegen wir den? Das wäre natürlich cool, wenn wir den kaputt kriegen würden. Aber das ist. Ja, der ist, glaube ich, ein bisschen zu stark. Ich glaube, der macht mich kaputt. Oder? Ja, Hannes ist aber ziemlich böse. Hannes ist der Schlechter. 20k haben wir dem schon abgezogen. Heiltrank habe ich noch gar nicht benutzt. Und das ist das, jetzt bewegt sich der gelbe Balken dann gleich wieder. Warschwups, ne? Zack. Das ist wie vorhin der Cola getrunken, haben wir eben schnell. Oh ja, das ist fies. Jetzt benutzen wir mal einen Heiltrank. Ich bin mal gespannt, wie viele Erfahrungspunkte das bringt. Mann, ist der Schlechter. Gegen Weser. Mit dem Blitzeschießer. Ja, den kriegen wir aber auch, also. Dass meine Waffe kaputt ist, ist mir auch egal. Alles stimmt mich immer an, ne? Bruder, ey, hör auf damit jetzt. Yes, man. Achieve Gutting Godworm. Slay Godworm in Smuggler's Basin. Cool, da war ein Achievement bei. Melody. Monadi. Ach, das ist eine Armbrust. Nee. Und diese Fliegengeräusche, Alter. Oh, das ist so, das ist eklig. Haben wir den auch kaputt gemacht. Schönes Ding. Also, auch ein 21er geht mit Level 14. Das war nur normal, der Schwierigkeitsgrad, aber egal. So. Cave Entrance, gehen wir raus. Der ist schon mal tot, der Bruder. Das ist gut. Can't do that yet. Der sagt mir bestimmt, hey, du sollst meinen Buddy da töten. He could use a cook. Tell him about prison. Und Swiftgate. Das hab ich mit dem Dings gar nicht gemacht. Mit dem Soldier. Oh. Ich kann mich nicht dran erinnern, aber. Ich bin ja auch schon alt, ne? Moldering Fields. Mehr Monster. Ich glaube, die Mobdichte ist auch größer, wenn man es auf Veteran stellt. Sind wir hier? Sind wir hier schon mal? Burbage Outskirts. Ja, hier müsste, glaube ich, auch irgendwo noch so ein Teleportpunkt sein. Oder ist das der? Ne, das ist der da unten. Ja, es gibt Erfahrungspunkte. Das nehmen wir mit. Ich habe vorher nicht darauf geachtet, wie viel ich von dem Bobby da gekriegt habe. Hannes. Ja, Level egal, so nach dem Motto. So. Ey, das finde ich einfach nur mega. Diese Missiles, ne? Ja, das ist wirklich die Gesichtsschmelzen-Skillung. So. Ich hoffe nicht, dass ich das irgendwann mal rächen wird dann später. Aber man kann hier auch super leicht umskillen. Also es ist nicht so, dass es dann alles verloren ist. Und dass man es nicht ändern könnte oder alles einzeln zurückmachen müsste. Ich will da jetzt nicht auf näher genannte Spiele eingehen. So. Nicht näher genannte Spiele. Da sind die Moldering Fields. Hier irgendwas? Ne, da ist nichts drin. Da ist nichts in. Weg hier. Wie schaust du? Oh, da hinten habe ich wieder. Oh ja, geil. Hagrad tormented. Hagrad hat sich jetzt gleich ausgehaggert. Das ist wirklich schon easy jetzt. Tipptopp, so beide tot. Oh, moin, Alter. Das war, also, okay. Die kann ich nicht mal tragen, schade. Ektoplasm.
Corpse Dust. Den fangen wir auch darüber. Ja, auch entspannt, ne? Da ist hier noch so ein Ätherkristall, den nehmen wir mit. Das Level müssen wir jetzt auf jeden Fall noch machen. Das muss noch mit fertig gemacht werden hier. Level 15 sind wir dann. Aber auch, ne? Zack, zip, zap, zup, Level ab. Wie schnell das geht, ey. Schnubbel, dubbel, bubbel, bubbel. Oh, weg mit euch. Oh, das nehmen wir auch hier. Zack. Punkte da reingesetzt. Sehr geil. 100%. Jetzt geht das auf jeden Fall durch Gegner durch. Zack, den Rift öffnen. Und zurück. Einmal nach Devil's Crossing. Yes. Die Kiste brauchen wir nicht gucken. Das spare ich mir jetzt nochmal. Okay, was ist das? Scrap. Ach, Scrap, ey. Es gab ja auch welche. Oh, schon, 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 schon. Ach, hier, genau. Da. Rescue Ulgrim in the Burbage Outskirts. Noch ein Achievement gekriegt. No soup for you. Continue. Let's hear another one. I take more soup. Yeah, another one. Continue. Klick da jetzt einfach nochmal. Ne? Okay, check. Edwin. Verkaufen. Weg, weg. Weg, weg, weg. Ach komm. Ich level so schnell. So, den Hammer. Aber den Hammer müssen wir. Weiß gar nicht mehr. Muss ich den da nicht? Doch. Das war, glaube ich, hier, ne? Ne. Becky Blocking. Wie muss ich denn den Hammer nochmal bringen? Duncan. Den Duncan Harmond. Captain Bobby. Der Kistenmann. Das ist die alte Konstanze. Fabrik holen. Sardina. Okay. Da kann ich die Punkte nämlich wieder wegmachen. Ist ganz cool. Mit dem Spirit Guide. Hier mal schauen, wo Duncan ist. Wir sind noch ein paar Minuten über jetzt, aber ist egal. Captain. Alice. Tireni. Ulgrim, Edwin. Warum muss ich den erst noch retten? Okay. Nee. Ori the Keeper. Okay, erstmal hier rein, das wird sich schon klären. Ja, wir haben das jetzt ja schon mal wieder geschafft, ne? Level 15 geht weiter dann beim nächsten Mal. Bis denn dann. Danke dir, dass du mein Video angeschaut hast bis zum Ende. Falls du noch ein weiteres Video gucken möchtest, du findest eins auf dieser Seite und die ganze Playlist findest du auf der anderen Seite. Falls du es noch nicht getan hast, einfach mal einen Daumen nach oben geben oder aber den Kanal abonnieren, dann verpasst du auch keine Videos mehr von der Vesarius Gamerstube. Vielen Dank dafür, bis zum nächsten Video.